Ja, herzlich willkommen zur Lokvorstellung meiner Anlage, die bei mir auf der Anlage fahren. Ihr seht hier die 294-680-4, eine Lokomotive von Märklin. Diese ist im Vorbild auch noch draußen aktiv im Rangierdienst und Streckendienst tätig. Auch viele Privatbahnen haben eine 294. Diese Lokomotive geht aus dem Vorbild der V90 hervor, wurde in den 60er Jahren gebaut, um die, ich müsste jetzt lügen, 400, fast 500 Stück. Viele sind auch ausgemustert worden. Auch zu den Privatbahnen sind viele gegangen. Es sind aber auch einige bei der Bahn noch geblieben. Ausgemustert bei der Bahn wurden eigentlich mehr die älteren Maschinen, die Baureihe 294 ab der Nummer 500 aufwärts, wurden eigentlich weniger ausgemustert. Das sind diese remotorisierten Lokomotiven, die einen neuen Motor bekommen haben. Man erkennt es auch an der durchgängigen Reling, an dem Geländer, was an der Seite vorhanden ist. Ja, wer weitere Informationen haben will, möchte, kann sich gerne im Internet weiter belesen. Da steht noch viel, viel mehr drüber. Kommen wir nun zum Modell. Also, das Modell von Märklin hat meines Wissens her noch gehabt den Motorsound, die Telex-Kupplung, den Lichtwechsel rot-weiß und Rangierlicht. Und das war es eigentlich auch schon. Ich will mich aber nicht drauf festnageln. Die Lok habe ich umbauen lassen, beziehungsweise habe ich selber umgebaut auf ein ESO-Lok-Sound-Decoder V5 und mit ESO-Sound. Und den möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Den Dieselmotor machen wir zum Schluss. Fangen wir erstmal mit den anderen Sounds an. Fangen wir an. Die Pfeife hoch. Ja, das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, es funktioniert nichts. So, wir sollten erstmal den Strom der Anlage einschalten. So, zweiter Versuch. Auf F2 habe ich Pfeife hoch. Auf F3 die Glocke, die aber meines Wissens nicht bei der V90, jedenfalls bei der 294 ist. Dann haben wir auf der 4 den Lüfter. Auf der 5 haben wir den Kompressor. Die Bremsen hören wir später. So, Kurvenquietschen, das haben wir, müsste funktionieren. Nein, das geht auch nur während dem Fahren. Die Pfeife tief. Dann haben wir die Druckluft ablassen auf der 9. Das An- und Abhängen kuppeln. So, auf der 11 sollte, glaube ich, die Telex-Kupplung sein. Die funktioniert aber noch nicht so richtig. Da muss ich noch mal nachschauen. Auf der 12 haben wir Sanden. Dann kommt die 13 mit Bremse anlegen, lösen. Wir haben ein Rangiergespräch auf der 14. Dann haben wir natürlich die Beleuchtung, jeweils in Fahrtrichtung, weiß und rot. Als nächstes haben wir das Vorwärmgerät.
Auf der 16 werden die Führerstandstüren auf bzw. zugemacht. Dann haben wir noch das Rangiergespräch, das zweite. Auf der 19 haben wir das Rangiergespräch, das dritte Rangiergespräch. Ja, das waren die Funktionen, 19 Funktionen, momentan 18. Wenn die Telex-Kupplung funktioniert, haben wir dann 19 Funktionen. Und die letzte Funktion, das ist die Beleuchtung. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war meine Vlog mit den Sounds. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Fahrvideos und das war's. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos und den Kanälen. Nicht Kanälen, anderen Videos, jawohl, auf meinem Kanal, so rum. Jawohl, dann würde ich sagen, bis später. Ciao. Thank you.